Hallo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben die neue Operation Grand Haste, also Raubüberfall auf Deutsch. Und mit der neuen Operation haben wir neuen Content bekommen, wir haben neuen Spezialisten bekommen, wir haben Updates für Blackout bekommen, wir haben neues Prestige-System für Blackout bekommen, wir haben was für den Zombie-Modus bekommen, wir haben zwei neue Maps bekommen, natürlich nur exklusiv für Black Ops Passholders. Was auch total legitim ist, dass die überhaupt was bekommen, denn die haben über 60 Euro für diesen Black Ops Pass ausgegeben. Insgesamt haben einige 130 Euro ausgegeben für dieses Spiel mit dem Pass und haben bisher bekommen im Prinzip zwei DLC-Maps, die in der Rotation nicht vorgekommen sind. Und das war's schon. Keine exklusiven DLC-Waffen, kein gar nichts exklusiv. Dementsprechend kann man denen definitiv gönnen, dass sie ein bisschen was bekommen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, heutiges Thema von dem Ganzen wird jetzt kein Mecker-Video, auch wenn das einigen vielleicht gefallen würde und auch wenn es einigen nicht gefällt, wenn ich das mache. Ich bin ein COD-YouTuber und für mich habe ich die Verantwortung, auf Missstände hinzuweisen. Und ich bin absolut kein blinder Fanboy, der einfach so mit dem Spiel und mit allem, was dazugehört, mitläuft und hofft, dass es irgendwie alles schon gut wird und alles gut rede. Was schlecht läuft, muss angesprochen werden und was neu dazugekommen ist, soll genauso angesprochen werden, sodass jeder informiert ist. Aber es gibt ein paar neue Änderungen, darüber wollen wir heute sprechen, nämlich unter anderem den Schwarzmarkt hier. Und den werde ich euch jetzt direkt mal zeigen. Nachdem man wahrscheinlich beim alten Schwarzmarkt, wie er war, mit den 100 Stufen festgestellt hat, dass sich die Sachen nicht so gut verkaufen, hat man das Ganze jetzt nochmal komplett umgeschaftet. Es gibt nach wie vor für free, also muss keiner für zahlen, hier Operation Raubüberfall, die Schmuggelware, Stufe 1 bis 200. Hier seht ihr dann auch alle, ich sag mal, wirklich guten Charakterskins, die einem wirklich gefallen könnten. Mastercraft-Tarnung für die Maddox ist dabei. Hier sehen wir dann auch wunderbar, 2400 kostet das Ganze. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Witz darüber machen soll, dass man hier mit einem Geldbeutel als Nahkampfwaffe rumrennen kann. Das passt schon ein bisschen zu Activision, um ganz ehrlich zu sein. Aber gut, lassen wir das erstmal sein. Das sind so die Sachen, die es hier bis zur Stufe 100 gibt. Auch mal was Schönes für den Profit. Das Ganze ist im Prinzip so, wie es vorher schon war. Die erste Waffe, die wirklich interessant ist, ist dann hier die Krawall. Das ist die Shotgun, die ein bisschen wie die Bradshee schießt. Noch ein bisschen stark aktuell. Ich werde natürlich nicht jetzt irgendwie 100 Euro ausgeben, um hier durchzustufen, weil ich ganz ehrlich der Meinung bin, dass das absolute Verarsche ist. Wer Lust hat, die Operation so durchzuhauen, der kann das auch entspannt machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Es wird wahrscheinlich so um die 50 bis 60 Spielstunden dauern, bis man bei Level 100 ist. Und wie ihr hier seht, es geht nicht weiter nach rechts. Das heißt, vorher hatte man dann noch sozusagen diese zusätzlichen Level, die bis ins Endliche gingen. Hier geht es nur erstmal bis Level 100, aber ich würde noch nicht sagen, dass da vorbei ist, denn sie werden mit Sicherheit noch irgendwas dahinter haben. Was sie jetzt aber im Prinzip geändert haben, wenn ihr jetzt hier auf Reserven geht, dann habt ihr hier die Option, Reserven zu kaufen. Aus Black Ops 3 und WW2 kennt man das im Prinzip, das sind Loot Drops oder Supply Drops. Anders als vorher, wo die im Prinzip unabdinglich sowieso im Black Ops Pass waren oder im Schwarzmarkt eher, kann man die jetzt einzeln kaufen für 200 Münzen hier. Was das Ganze bewirkt ist, ihr öffnet eine Kiste, bekommt drei Items daraus und wenn ihr ein doppeltes Item habt, dann wechselt das nur noch. Was, wenn ihr mich fragt, komplette Verarsche ist, weil ganz ehrlich, wenn ich Geld dafür ausgebe, möchte ich kein Duplikat haben. Hier seht ihr es, links ist ein Duplikat, in der Mitte, jedes dritte wird dann nochmal wiederholt. Das ist kein gutes System. Das macht keinen Sinn. Und das ist eins der wirklich schlechteren, ich sag mal, Neuerungen, die dieses Update so mit sich bringt. Wir öffnen dann einfach noch die letzten drei hier. Auf was ich aber hinaus will, ist, dass man jetzt eine neue Möglichkeit hat, dass wenn man eine andere Season bisher nicht spielen konnte, man Content aus der Operation Zero, das heißt aus der gerade beendeten Operation und aus der ersten, ich glaube First Strike war das, immer noch Sachen bekommen kann in der Theorie, nämlich durch die Supply Drops. Das ist aber die einzige Möglichkeit. Was das Ganze im Prinzip heißt, hier könnt ihr dann auch die Vorschau für die Sachen angucken, was da drinnen sein soll. Was das Ganze für uns am Ende heißt, ist im Prinzip, dass wenn ihr einen Kumpel habt, der jetzt gerade anfängt und er wird von der Daemon XB getötet und er möchte diese Waffe unbedingt haben, dann kann er das nicht, außer er kauft die Supply Drops, um die Sachen aus den alten Seasons zu bekommen. Es ist wirklich eines der schlechtesten Systeme, was man sich hätte dafür ausdenken können. Und ich sage damit nicht, dass das, was jetzt in den Supply Drops drin ist, schlecht ist partout.
Auch wenn da immer noch sehr viele Sticker sind und Sachen, die kein Mensch auf dieser Welt braucht. Aber im Prinzip ist es wieder ein neues Marketing-System, nämlich die Leute, die jetzt zu Black Ops 3, zu Black Ops 4 kommen. Ein Black Ops-Teil, was über 3 Jahre halten soll. 3 Jahre soll das Ganze halten, wurde uns versprochen. Und der Zyklus von dem Spiel ist auf 3 Jahre ausgelegt. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist es nicht das richtige System, Leute, die neu dazukommen, im Prinzip damit zu verschrecken, dass sie Sachen aus alten Seasons haben wollen, aber keine Chance haben, weil sie jetzt erst anfangen. Das heißt, die werden jetzt schon bestraft und werden schon dazu gezwungen, Geld auszugeben. Dazu kommt, dass ihr 2 Euro pro Drop ausgebt und diese 2 Euro sagen nicht mal, dass ihr neue Sachen bekommt. Es können nämlich auch Duplikate dabei sein, mit denen ihr nichts anfangen könnt. Selbstverständlich gibt es hier auf einigen Signature Weapons, das heißt auf einigen speziellen Waffen, die ihr mit den Aufsätzen hier oder den Varianten ziehen könnt, 25% extra XP. Ich glaube, das gab es damals schon, wir gucken uns das in Ruhe nochmal an, in in IW war das, glaube ich. Es gibt hier wie dieses Outfit mit dem Ruin wirklich 1-2 coole Sachen bei dem Ganzen. Auch die Outlaw ist da ganz cool, wenn wir kurz drauf eingehen. Der Firebreak sieht auch ganz cool aus. Aber das System sagt eben, anders als vorher, da konnte man es immer gleich haben. Ihr kriegt die Sachen nur, wenn ihr jetzt erst angefangen habt aus den alten Seasons. Oder wenn ihr es, es kann immer einen Grund geben, nicht bis Level 100 schafft zum Beispiel in dieser Season. Könnt ihr die Sachen ganz entspannt über die Supply Drops kriegen. Ihr müsst nur 2 Euro pro Kiste dafür ausgeben. Wenn ihr euch jetzt überlegt, dass es einige coole Tarnungen gab, einige coole Mastercrafts, einige coole Charaktere, Waffenvarianten und man möchte es gerne haben, muss man wahrscheinlich eine ganze Tonne Geld ausgeben. Das dazu kommt, dass Leute ja schon 60 Euro für das Spiel ausgegeben haben und 50 oder 60 Euro für den Black Ops Pass, seid ihr relativ schnell, wenn ihr im Prinzip alles haben wollt, mit ein bisschen Glück bei knapp 200 Euro für das Spiel, dass ihr die Sachen aus den Operations haben wollt. Jetzt gar nicht dran zu denken, was passiert, wenn in einem Jahr jemand mit Black Ops 4 anfängt und er Sachen von vorher haben möchte. Er müsste im Prinzip sein gesamtes Geld ausgeben, um diese Sachen aus den Kisten rauszuziehen, ohne die Garantie, dass er es bekommt. Mit Sicherheit ist das immer noch eine bessere Option als in Black Ops 3 mit den Vorratskisten. Nachteil bei dem Ganzen ist aber nach wie vor, in Black Ops 3 hatte man zumindest die Option, dass man die Sachen so kaufen konnte. Jetzt hat man die Option nicht mehr, das heißt jetzt in Black Ops 3 kann man das Ganze nicht mehr kaufen, in Black Ops 4 kann man das nicht mehr einfach, ich sag mal, aus den Kryptos hieß es, glaube ich, damals. Man kann die Kryptos so im Spiel nicht mehr verdienen. Was eben bedeutet, man hat hier nur eine Option und zwar man muss reales Geld ausgeben. Das ist einerseits natürlich enttäuschend, dass wir mittlerweile wieder einen Weg gehen, wo es nur noch darum geht, Geld zu verdienen. Aber diese ganze Operation hat ja noch ein bisschen was anderes. Und zwar haben wir sehr, sehr viele Änderungen bei den Waffen. Bei den Modi, es gibt jetzt einen einzelnen Nahkampf-Wahnsinn-Modi im Blackout. Es gibt so eine Art GTA-Modus im Blackout mit Flugzeugen, neuen Autos, Polizeiautos, Rennwagen und ähnlichem. Genauso gibt es 1-2 neue Modi im Multiplayer, unter anderem League Play soll jetzt am Donnerstag erscheinen. Da muss jetzt natürlich jeder für sich selber wissen, ob das für ihn genug ist, weiterhin am Ball zu bleiben, was das Spiel angeht. Ich weiß, dass sehr, sehr viele aus der Community mittlerweile auf andere Spiele umgestiegen sind und auch mit dem Update, was wir jetzt haben, nicht unbedingt zurückkommen werden. Dazu kommen eben Waffen-Nerfs, die viel zu viel sind. Die Titan ist im Prinzip unangetastet geblieben, der Schaden wurde reduziert, sie spielt sich genauso wie vorher und macht gefühlt genauso viel Schaden. Hier hat man es also nach wie vor nicht hinbekommen. Während Waffen wie die Spitfire, die wirklich nicht einfach zu kontrollieren war, so einen Nerf bekommen hat, dass sie kaum noch spielbar ist, weil im Prinzip 8 Kugeln aus dem Magazin rausgenommen worden sind. Ihr müsst also nach wirklich jedem Gunfight mit einem Gegner sofort nachladen. Das nächste Problem ist zum Beispiel die Maddox, die im Competitive-Bereich sehr, sehr viel gespielt wurde. Hier hat man mittlerweile das Problem, dass der Schnellziehen-Aufsatz, der Schnellziehen-2-Aufsatz, der Schaft-Aufsatz und der Rückstoß so dermaßen nach unten gesenkt wurde, dass im Competitive-Bereich höchstwahrscheinlich nur noch die ICR spielbar ist. Und dazu kommt, dass die ICR dementsprechend auch im Multiplayer jetzt die beste Waffe wahrscheinlich sein wird, was die Sturmgewehre angeht. Und dazu kommt, dass die ICR jetzt wahrscheinlich auch im Multiplayer die einzige Waffe ist, die man ordentlich spielen kann, denn der Waffen-Nerf von der Maddox ist wirklich viel, viel zu viel gewesen. Es gibt auf jeden Fall einiges, was in dieser Operation noch dazukommen soll, unter anderem der Outrider, der als zweite Fähigkeit eine Art Wallhack-Drohne hat.
Manchmal frage ich mich tatsächlich, wer bei Activision auf diese ganzen Ideen kommt und wer sich das alles einfallen lässt. Es gibt auf jeden Fall, wie ihr jetzt gehört habt, mehr als genug, was wir mittlerweile in dieser Operation haben. Das kann einem gefallen oder nicht, aber das neue System mit den Supply Drops ist für mich persönlich sogar noch schlechter als das in der alten Operation. Und es ist nur meine Meinung, jeder von euch kann seine eigene haben. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von dem neuen Update haltet. Ich bin der Auffassung ganz persönlich, dass man weder die Spieler zurückbekommt, die in Black Ops 4 verschwunden sind, noch dass man großartig neue Spieler mit den neuen Änderungen dazu bekommt. Einfach weil zu viel Zeit vergangen ist mittlerweile, um wirklich ein Spiel hervorzurufen, was 3 Jahre oder länger halten kann. Wenn euch das alles gefallen hat oder wenn es euch nicht gefallen hat, lasst mal ein Like trotzdem da. Schreibt in die Kommentare, was ihr von dem neuen Update haltet, wie ihr es findet, wie ihr das neue Supply Drop System findet. Ich persönlich, wie gesagt, bin absolut kein Fan davon und sehe einfach schwarz für das Spiel. Ich bin raus, macht euch einen schönen Abend, haut rein.